Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag einen. Und heute haben wir den lieben Fabu dabei und der spielt Disziplinpriester. Und das ist ja heutzutage eine Seltenheit, aber schön, dass man auch da noch Leute findet, die diese Klasse spielen und die uns hier in dem Fragenkatalog 14 Fragen zum Disziplinpriester beantworten werden. Und nun darf der liebe Fabu natürlich sich hier erstmal kurz vorstellen natürlich. Ja, hallo, ich bin der Fabu, ich spiele WoW seit Ende WoD. Und M Plus Zeit BFA Season 4. Ja, sehr schön. Dann fangen wir nämlich dieses Mal hier direkt natürlich mit unserem wunderbaren Fragenkatalog an. Ja, lieber Fabu, warum genau hast du dich denn für die Klasse des Disziplinpriesters entschieden überhaupt? Ja, sind BFA habe ich noch Druide gespielt und habe dann meine jetzigen Trupp kennengelernt. Und die haben mir gesagt, ja, damals noch Season 1 könnte Diszi ganz gut sein, fangen wir mal an zu spielen. Ja, ich habe mich in Speck verliebt und spiele jetzt immer noch. Ja, das ist doch schön. Wenn man den Speck mag, dann spielt man den natürlich auch mit Liebe und das ist natürlich das Wichtigste von allen. Ja, welches Volk würdest du denn jemandem empfehlen, der sich für den Disziplinpriester entscheiden würde, um vielleicht, weiß nicht, ein bisschen Performance rauszuholen, eventuell, je nachdem, was man da vielleicht braucht? Ich kenne mich da leider nicht ganz so gut mit aus. Ja, also wenn man Horde spielt, dann Goblin für M+, oder halt Untot für PvP. Und auf Allianz halt Zwerg für M+, und Nachteil für PvP. Oh, das ist sehr ordentlich. Da hat man doch eine relativ gute Auswahl an Völkern. Wie gesagt, natürlich darf man auch das andere Volk spielen, sofern. Ist nur für schön. Ja, das ist ja immer gut. Ja, die dritte Frage, die immer viele Leute sich immer stellen, ist, wie schwer ist der Disziplinpriester denn überhaupt zu spielen? Also 1 wäre sehr einfach und eine 10 wäre schon ordentlich schwer von der Spielweise her. 6, 7 so ungefähr, kommt auf die Gruppe drauf an. Schon ordentlich. Man muss schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Ja. Also wenn die Gruppe schlecht ist quasi, dann ist es natürlich auch schwerer zu heilen. Und man muss halt alles davor nochmal, also man muss quasi den Inis auswendig kennen, um zu wissen, wann der Damage reinkommt, weil wenn das alles verkackt ist, dann hast du quasi keine Heilung, weil du musst alles schon proaktiv schon oben haben, sonst kommt quasi fast keine Heilung. Schilden, glaube ich, ist. Ja. Dann hat Blizzard ja T-Set-Bonus reingebracht. Wie ist das denn bei dem Disziplinpriester so? Also sind die schon gut, dass man jetzt sagt, okay, wenn ich jetzt im Plus-Content in einer bestimmten Keyhöhe laufen möchte, sollte man den Zweier beispielsweise auch schon den Vierer-Set-Bonus haben? Oder ist es eher so, dass man sagt, okay, es ist nett, was die Bonus uns bringen, aber es ist jetzt nicht Ausschlaggebendes für unsere Heilung? Ja, also der T-Set-Bonus ist eher mehr fürs Raiding, aber der Vierer-Set-Bonus hat auch unseren Single-Target-Damage gebufft. Glaube ich, denn ja auch über den Schaden müssen. Ja. Sollte man den Vierer-Set-Bonus dementsprechend ruhig warm gehen, damit man quasi durch mehr Damage, wenn ich das richtig verstehe, dann quasi auch mehr Heilung zahlen kann. Ich das so weit. Ja, ganz genau. Ja, Frage 5. Welche Talente findest du denn, sind sehr wichtig zum Skillen? Also gibt ja manchmal so Klassen, da hat man in einer bestimmten Talentereihe 3 Talente. Und jedes Talent kann man nehmen, aber bestimmte Talente sind in bestimmten Situationen halt einfach besser. Ja, also was auf jeden Fall das Go-To-Talent ist, ist Nachsicht. Das ist ganz wichtig. Die anderen beiden sind mehr so für Raid, auch wenn man da eher Prediger spielt statt Geisthülle. Ja, dann auf höheren Keys kann man schicksalshafte Wendung spielen. Das wird dann quasi automatisch schon fast gebraucht von den Fähigkeiten, die Bosse machen, weil es so viel Damage macht. Und ja, Sünden der vielen ist auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Sonst kann man quasi das spielen, was man ungefähr möchte. Gibt immer die Besten, aber man kann zum Beispiel auch mehr andere Talente spielen, als die, die quasi alle spielen. Situationsbedingt quasi ja. So ein bisschen. Ja, wie sieht das Ganze denn nun, wenn ich jetzt den Disziplinpriester spiele und M-Plus-Gruppen in Weiz haben möchte, da denn aus? Man kennt es ja, man kommt vielleicht abends von der Arbeit nach Hause, möchte einfach mal eine Runde spielen und manche Leute haben dann halt so 30 Minuten, 40 Minuten einfach Wartezeit für einen M-Plus-Dungeon und das ist natürlich, wenn ich dann nach der Arbeit nach Hause
relativ schwer, da man jetzt zwar natürlich gerade beim Priester ja weiß, dass der Holy ja Meta ist. Hast du da Probleme, dass du vielleicht invited wirst sogar und dann gekickt wirst, weil sie dann sehen, oh mein Gott, jetzt in Anführungsstrichen, der ist ja doch DC so und ich habe mir eigentlich eher einen Holy jetzt vorgestellt, der da cute. So ungefähr ist das auch. Ja, also eigentlich ist es am besten, wenn man als Disziplinpriester ein Team hat, das für mich auch mit dir spielen möchte. Sonst mit Randoms ist es ganz schwer, ab und zu Invites zu bekommen. Sag doch mal, rein und ja. Sie wieder. Ja, genau. Also heißt es dann wahrscheinlich so wie bei vielen so, wie bei mir selber auch aus der Erfahrung, am besten den eigenen Key aufmachen und seinen eigenen laufen, statt getrauert so in weit. Ja. Gut, ja, das kennen leider viele. Das ist immer sehr, sehr schade, dass da alles nur noch quasi nach dem Meta geht und man nicht mehr das spielen kann, was man einfach will. Da finde ich persönlich immer sehr, sehr schade. Wo siehst du aber auch deine Stärken und Schwächen im Mythic Plus Counter mit deinem Priester? Oh, Stärken als Disziplin Plus. Ja. Ich habe eine PI. Theoretisch einen Pain-Sub, wenn es der Tank sie braucht. Und ja, was. Schwächen, ich mache weniger Damage als ein Holy Priest. Ich heile weniger als ein Holy Priest. Ich kann kein Necro gehen, wie Holy Priest zum Beispiel für manche Innis. Nightfist auch nicht wirklich gut im M+. Was Holy Theoretisch auch gehen könnte. Ja. Also eher mehr Nachteile als Vorteile in dem Plus. Sehr schade eigentlich. Speck. Wo siehst du denn aber auch persönlich natürlich deine Stärken und Schwächen dann auch im Raid-Content? Ne? Das ist ja vielleicht dann schon mal wieder eine ganz andere Situation dann. Im Raid ist das ja eigentlich relativ okay. Holstar zwar auch besser, aber ja. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal den Jailer her. Da kommt viel Damage rein, von wegen jetzt auf Mitte die Chains Break und alles. Da kann ich quasi einmal drüber rampen und das ist quasi der ganze Damage fast einfach weg. Also ich kann gut mit Ramps den Damage eigentlich weghalten. Brauche jetzt nicht unbedingt 10 Heil-CDs, sondern vielleicht direkt eine Ramp und keine Ahnung, eine Gelassenheit vom Druiden oder keine Ahnung, was anderes vom anderen Heiler-Klasse. Perfekt. Welche? Das einzige Problem hat beim Raid ist halt das Mana. Das heißt, du brauchst quasi als Disty fast schon einen Boom im Raid, dass du mit den anderen Heilern mit dem Mana mithalten kannst. Wegen der Gelassenheit wahrscheinlich. Ne? Ja. Wegen Anregen. Ja. Auch wenn wir Schattengeist haben, das reicht nicht ganz, um das Mana wieder aufzubauen. Vor allem während der Ramp, da braucht man ganz viel Mana eigentlich, fast immer. Und die große halt ist halt quasi. Ja, sehr hoher Mana-Verbrauch. Ja, wenn es denn aber dafür die Gruppe natürlich gut toppt, dann ist das natürlich trotzdem zufriedenstellend, ne? Wenn man dann aber halt trotzdem mal einen Regen hat oder so, wäre das ein schön Ding. Ja. Welche Klassenkombinationen im Mythic Plus sind denn für dich persönlich so die besten, wo du sagst, wenn du mit dem DC jetzt reingehst, du hättest am liebsten den Tank vielleicht und die DDs dabei, die dir einfach selber natürlich, wo wir gerade das Anregen zum Beispiel jetzt angesprochen haben, dabei, damit du halt einfach die bestmöglichste Performance in Dungeons abliefern. So wahrscheinlich wie jeder Heiler sagen wird, der Bluteker mit Abstand der beste Tank momentan. Muss man quasi fast gar nicht heilen. Und ja, DPS sind eigentlich egal jetzt so, einfach Leute, die Damage machen und ihre Death-CDs ziehen können. Weil jetzt, wo der Destroyer genervt wurde, ist auch jetzt nicht mehr er so der beste DPS, sondern vielleicht, keine Ahnung, vielleicht zweimal Survival Hunter und Monk oder sowas wird man sehen. Aber ja, eigentlich einen Anregen brauche ich in einem Plus nicht, weil man da eh die Relikte hat. Ja. Also Hauptsache, die DPS machen Damage und können ihre DFCDs ziehen. Sollten die meisten hoffentlich irgendwann hinbekommen. Wäre schlecht natürlich, wenn nicht, ne? Muss man ganz klar sagen. Ja.
Welchen Pakt findest du am besten, aber welche Alternative würdest du jemandem auch anbieten, der vielleicht sagt, Pakt XY ist vielleicht von der Spielgehensweise vielleicht etwas komplizierter, dafür gibt es einen anderen Pakt, der vielleicht etwas einfacher ist, aber dadurch vielleicht natürlich auch ein bisschen an Performance Einbußen hat. Also in dem Plus spielt man immer Kyrianer, egal wann, egal wie, immer Kyrianer. Im Raid kann man Kyrianer oder Venthyr spielen. Und im PvP kann man Kyrianer, Venthyr und Nightfall spielen. Ganz einfach und kompakt. Also alles außer Neko ist irgendwo machbar. Ja, da kommen wir natürlich auch mal zu der Frage, die viele Leute gerne wissen möchten. Welche Stat-Verteilung würdest du jemandem empfehlen, der den Disziplinpriester nun spielen möchte, damit er natürlich dort auch eine Key-Performance abgibt? Wenn es um Heilung geht, ist Meisterschaft das Beste, gefolgt von Tempo. Aber in einem Plus wird es meistens so sein, dass man eher mehr auf Tempo-Vielseitigkeiten gehen wird, wegen den höheren Keys auch, um es zu überleben. Aber so, also ich spiele gerade mit 27% Tempo und 30% Vielseitigkeit. Ordentlich. Ja, und im Raid spiele ich halt mit ca. 60% Meisterschaft und 25% Tempo oder sowas. Also Heilung, Tempo, Meisterschaft, Damage, Tempo, Vielseitigkeit. Perfekt. Haben wir eine gute Stat-Verteilung, nach der man sich auf jeden Fall natürlich richten kann. Jetzt einmal Raid-Content und natürlich auch einmal Mythic-Plus-Content, eine gute Heal-Performance abzuliefern. Das Ganze weiter. Blizzard war ja nun so nett und spendierte uns zwei legendäre Items. Welche beiden legendären Items sollte ich mir denn nun zulegen, wenn ich mich für den Priester entscheiden sollte? Und auf welchen Slot würdest du diese natürlich legen, um dort die bestmöglichste Performance rauszuholen? Für den Raid ist es als Kyrianer Klarheit der Gedanken auf dem Ring mit Tempo-Meisterschaft. Mhm. Und als Venthyr ist es der Bußfertige auch mit Tempo-Meisterschaft auf den Füßen. Und die Einigkeit kommt auf den Gürtel. Und halt in Plus ist es auch der Bußfertige. Im PvP kann man es auch spielen. Oder halt Sephus auf der Brust zum Beispiel. Also einmal auf die Slots versuchen, glaube ich, am Anfang zu legen. Auch wenn man jetzt gerade anfängt, gehe ich mal von aus, wo man noch kein Legendary, wo man keine T-Set-Teile hat, das ist natürlich dann immer clever, so das dahin zu legen, wo keine T-Set-Teile wahrscheinlich droppen können erstmal, damit man quasi die T-Set-Teile holen kann und dann wahrscheinlich im späteren Fall auf die möglichsten Werte, die ich mal rauszunehmen, du gerade sagst. Ja. Ja, jetzt kommt natürlich mal so die wichtigste Frage, die jeden immer interessiert, egal welche Klasse man spielt. Welche Schmuckstücke würdest du denn als Disziplinpriester empfehlen, die einfach top sind für den M-Plus-Content wie für den Raid-Content? Also das Problem ist halt, man kennt die einen Leute, die machen beiden Content, die gehen Raiden, die gehen M-Plus. Die haben natürlich ein breiteres Spektrum, was Schmuckstücke angeht, sich da was rauszuziehen. Dann hat man aber auch nur die Leute, die jetzt zum Beispiel Only M-Plus laufen. Die haben dann halt natürlich nur den Pool aus dem M-Plus-Content dort, sich Schmuckstücke rauszuholen. Ist es so, muss ich Raiden gehen, um meine besten Slot-Schmuckstücke zu bekommen? Und wenn nicht, welche Schmuckstücke sind es überhaupt allgemein, die ich mir zulegen? Also erstens kann man das Solea-Trinket spielen aus Tazavesh und den Reservoir von Dorsegne oder halt die Elegy plus den Reservoir von Dorsegne. Also generell ist der Reservoir das Beste, also das DPS-Trinket von Dorsegne. Das macht verdammt viel Damage. Das spielt, glaube ich, sogar jeder Heiler. Ansonsten, was Raid angeht, eigentlich das Trinket generell, ob Wechselbalg oder irgendwas anderes. Dann kann man zum Beispiel noch spielen, die Belle ist noch ganz gut, trotzdem da. Ruby ist noch nicht schlecht. Dann das Trinket von den Neuen aus Sanctum ist auch nicht schlecht, wenn man Venthyr spielt. Ah, Aber aus dem ja. letzten Content. Ja, als Venthyr ist es eben noch das beste Trinket eigentlich auf Mythisch. Auch schön zu hören, auf jeden Fall. Ja, Aber dann hat. sonst, ja, eigentlich will man raiden für die Best Trinkets, weil der Reservoir ist einfach zu stark, was man nicht haben möchte. Quasi sagst du Reservoir von Digne und das Und Geheimtechnik. halten Stat Trinket, ob Wechselbalg, Solea, die Elegy, halten Stat Trinket.
Ja, hat man dann wenigstens ein etwas breiteres Spektrum, sag ich mal, wo man ein paar Indies abfangen kann und gucken kann, erstmal, wo man sein Glück quasi mal hat. Man kennt Schmuckstücke droppen so gut wie nie. Ja, wenn man dann doch wenigstens mal so zwei, drei Indies hat, die man ein bisschen wechsellaufen kann, dann nicht, ist man nicht ganz so frustriert, nach dem 300. Lauf irgendwie den Wechselberg farmen zu wollen. Kommt einfach gar nicht. Ja, und zuletzt natürlich die letzte Frage: Was würdest du dir für die Zukunft, für deinen Disziplin-Priester wünschen, was Blizzard dann auch machen könnte, damit du selber sagst, ja, jetzt fühle ich den Disziplin-Priester so richtig. Da, das wäre schön, wenn ihr da noch so ein bisschen an den Gestellschrauben drehen würdet. Alles, was Buffs sind. Alles, was ihm besser Also, war. auf jeden Fall Damage-Buffs. Damage ist ganz wichtig. Vielleicht ein paar PvP-Talente als Baseline-Talente machen oder sowas. Das wäre nicht schlecht. Zum Beispiel inneres Licht und innerer Schatten. Wo eins 15% weniger Mana, also alles Spells kosten 15% weniger Mana. Und beim anderen wird der Zauberschaden und die Heilung durch Abitur erhöht. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht. Also generell einfach Damage Buffs. Heilung haben wir dann auch genug, weil unsere Heilung kommt vom Damage. Ja, einfach Damage Buffs. So wie beim Holy Priest halt. Vielleicht 15% mehr Damage und dann vielleicht ist auch besser so. Einfach mehr Damage. Ja, perfekt. Dann haben wir unser geliebtes Interview, Leute, mit einem Disziplinpriester abgeschlossen. Schnell, bündig und einfach die wichtigsten Fragen kurz und bündig hier auf jeden Fall erklärt. Wenn das Video euch natürlich gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Da solltet ihr noch Fragen an Fabu haben, gar kein Thema. Ihr könnt unten entweder den Discord-Link anklicken, dann kommt ihr in die Discord-Community rein. Dort könnt ihr Fabo auch jederzeit nochmal Privatfragen stellen, falls euch einfach die kurzen, bündigen Antworten vielleicht noch nicht ganz alles aufgeschlüsselt haben, könnt ihr da ins Discord kommen, ihn gerne privat anschreiben, euch mit ihm natürlich auch hinsetzen und euch unterhalten. Anderenfalls haben wir unten auch den Community-Link für die In-Game-Community in WoW. Da könnt ihr natürlich auch einfach reinjoinen. Auch dort könnt ihr Fabo natürlich jederzeit Fragen stellen. Möchtet ihr euch den Charakter von Fabo angucken? Auch kein Thema. Ich werde den Arsenal-Link von ihm unten in die Videobeschreibung reinpacken. Da könnt ihr dann einfach nochmal gucken, welche Verzauberungen etc. er natürlich hat, welche Items er trägt. Nochmal euch die Werte auch nochmal genauer angucken, falls sich da was ändert. Und dann seht ihr das natürlich am Arsenal-Link immer relativ schnell, weil die Werte sich nach jedem ausloggen. Natürlich anpassen. Ansonsten, wie gesagt, überlasse ich kurze Verabschiedung noch dem lieben Fabu. Dann kommt das Ende und dann sind wir für heute auch schon wieder relativ schnell mit dem nächsten Interview. Ja, also danke für die Einladung. Ja, gerne. Ich war auf jeden Fall mal was Neues für mich, auch mal Videos aufzunehmen mit meinem tollen Spec. Ich bin wahrscheinlich auch einer der letzten Disziplinen, die es noch gibt. Ja. Ja, ne? Ganz Ja. einfach und bündig, Ja. Leute. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich dann natürlich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ne? Bleibt alle gesund, bleibt alle munter auf jeden Fall. Lasst gerne Support da. Ihr dürft auch, wenn ihr Fragen habt, natürlich gerne es in die Kommentare reinschreiben. Ich leite das an Fabu dann dementsprechend natürlich weiter, wenn dort ein Kommentar sein sollte. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten, für den Support, für eure Liebe. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.